Auf geht's, Mutterlisken, ihr schafft das. Hoffe ich doch zumindest sehr, dass ihr das schafft. Hallo Einheiten. Hallo Einheiten. So, dann. Ihr greift den mal an. Kerrigan, du meldest mal deinen Untergang. Autsch, 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 autsch. Natürlich. Ach, ist wurscht. Greift einfach an. Greift einfach an. Greift mit allem an, was ihr habt. Ist keine gute Idee. Zieht euch... Oh Mann. Das wird nicht hinhauen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich schaff das so nicht. Ja gut, zieht euch zurück. Zumindest das, was noch von euch übrig ist. Wow. Ganze 6 Einheiten haben es überlebt. Oh Mann. Tja. Wie machen wir das jetzt? Ich würde sehr gern irgendwelche guten Einheiten haben, aber als Zerg habe ich die nicht. Oder zumindest ich kenne mich damit nicht gut genug aus, damit ich gut genug Einheiten hätte. Ha. Tja, wir hätten jetzt noch einen Kristall. Und das wird der wahrscheinlich nicht sein. Außer wir wären noch schnell genug und könnten ihn angreifen, was ich aber nicht glaube. Ich jetzt eigentlich nicht, sondern ich fricke nicht. So, sammelt euch mal alle hier unten, was soll's. So, ich hätte es sehr gerne, dass hier irgendwo ein Kristall erscheint, den ich auch angreifen kann mit Bodeneinheiten. Das wäre sehr, sehr toll. Das wäre sehr, sehr toll. Hm, also den hier, den kann ich wahrscheinlich nicht mehr zerstören. Der ist nämlich ein bisschen zu schnell dann weg. Also so schaut eine Terraner-Basis aus. Mhm, sehr interessant, sehr interessant. Und du hast Träger, warum greifst du den nicht an? Gottes Willen. Ja, dann schau das mal ein anderes Mal an. Außer zu siegen, nicht viel. Vor allem die Mission dauert mittlerweile auch schon seit Ewigkeiten. Ja. Achso, ich kann keine mehr. Ich bin schon am Maximum. Gut, ich bin schon am Maximum, super. Hier vielleicht noch ein paar kann ich nicht. Aber euch könnte ich mal zur Gruppe 2 hinzufügen, dann hätten wir hier 26. 26 ist jetzt nicht so viel, aber kann ich vielleicht vorspulen? Ich könnte tatsächlich vorspulen. Ha! Da wäre ein leeren Kristall, den ich auch so angreifen kann. Da wäre ein leeren Kristall, den ich angreifen kann. Jetzt muss ich da bloß noch hin irgendwie. Und dann kann ich den auch zerstören, sobald er denn da ist. So ist gut. Reyna und Artanis machen den Weg frei. Die sind auch von der Sparkasse. Amon konzentriert sich auf meinen letzten Nexus. Krieger, evakuiert ihn, bevor er auseinandergerissen wird. So. Bitte zerstört hier alles. Das ist mir gerade relativ wurscht, ganz ehrlich. Das ist mir gerade relativ wurscht. Auch wenn das ganz, ganz böse Einheiten sind. Unsere Kämpfe, all unsere Bemühungen dienen keinem Zweck. Wir so. Und sterben, um in Vergessenheit zu geraten. Ja, du kannst mich ruhig angreifen, das ist mir relativ egal. Wir haben den leeren Kristall, den werden wir jetzt zerstören, komme was wolle. Eventuell könnten wir noch... Nee, das wird nicht mehr hinhauen, wir haben nämlich jetzt den letzten Kristall zerstört. Die Barriere ist zerstört. Ha! Es ist aus, Amon. Du
ist lediglich das Produkt eines fehlerhaften Zyklus. Während deiner gesamten Existenz wurdest du nur benutzt. Du weißt gar nichts über mich. Mir sind der unendliche Zyklus der Xel'naga und deine Lügen egal. Nein, ich wähle etwas anderes. Ich wähle Freiheit. Für uns alle. Zwei Jahre später. Zum dritten Mal der Sturz des Regimes von Arcturus Mengsk. Zum Gedenken hielt Imperator Valerian Mengsk eine monumentale Feier im Regierungsbezirk von Augustgrad ab, bei der er eine neue Ära des Friedens und Wohlstands für die Terranische Liga ausrief. Auf den Stufen des Senats bekräftigte Admiral Matthew Horner erneut, dass das Militär voll und ganz hinter der neuen Regierung stehe. Und brachte seinen Optimismus bezüglich der jüngsten Friedensverhandlungen mit dem Vereinigten Bund. Herzen und Gedanken gewinnen. Das waren immer deine Worte. Weißt du was, Matt? Am Ende wirst noch du diesen traurigen Haufen anführen. Ich habe einen Pakt mit dem Teufel, Jimmy. Doch ein Funken Hoffnung bleibt. Bist du soweit, Cowboy? Lass uns hier verschwinden. Verdammt. Wurde aber auch Zeit. James Rayner wurde nie wieder gesehen. Man fand lediglich seine Dienstmarke in Joey Rays Bar auf Marsara. Ja? Ah. Unter der besonderen Führung von Imperator Valerian Mengsk und Admiral Matthew Horner tritt die Liga in eine Ära des Wohlstands und des Friedens ein. Also auch, das sag ich einfach später. Die Zerg erheben unter der Führung ihrer neuen Königin Zagara gewaltsam Anspruch auf die Systeme, die Char umgeben. Typisch Zerg eben. Hochlord Alarak lehnt eine Allianz mit dem vereinten Protoss ab und verlässt mit seinem Volk Ajur, um eine eigene Heimatwelt zu gründen. Jeder Tal'Darim, der seiner Entscheidung widerspricht, erhält eine einmalige Gelegenheit, sich den Templern anzuschließen. Wissenschaftler haben ein merkwürdiges Wiederaufblühen von Leben auf vormals toten Planeten des Kopolo-Sektors beobachten können. Der Grund für diese weitreichenden Veränderungen ist unbekannt. Tja, das war jetzt also StarCraft 2 Legacy of the Void von Blizzard Entertainment. Und ich muss sagen, das Spiel sowieso gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Besonders die Cinematics sind eben ohnegleichen, ist halt Blizzard. Die Story. Ich habe von vielen gehört, dass die Story jetzt nicht so sonderlich toll ist, aber ich fand jetzt den letzten Teil jetzt nicht so schlecht. Man hat eigentlich keine offenen Fragen mehr. Amon ist besiegt. Kerrigan ist anscheinend irgendwie wieder da. Keine Ahnung, was da rauskommt, wenn Kerrigan und Rayner
kleine Babyboos bekommen. Ob das so ein kleines, tentakelfiechliches Zergling ist oder eben nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mir hat die Story doch sehr gefallen. Es gab ein paar Stellen, ja, zum Beispiel, dass Kerrigan zurückkehrt als Mensch, das hätte man sich eigentlich denken können. Generell muss ich zum Beispiel sagen, dass Tassa da ein Xel'Naga ist, daran hätte ich nie gedacht. Und auch ansonsten gibt es ein paar interessante Wendungen, zum Beispiel auch als Zeratul starb. Generell hat mir die Kampagne sehr gefallen. Ganz ehrlich, die Kampagne hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, ich muss das gleich in drei splitten, so viel, wie ich jetzt gleich plapper. Ja, doch. Also, ich muss sagen, die Kampagne von StarCraft 1, StarCraft 2 im Kompletten ist ja jetzt abgeschlossen. Oder abgeschlossen, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ich bin mal gespannt, wie dann die Kampagne von StarCraft 3 ausschauen wird. Weil StarCraft 3 wird sicherlich kommen, das ohne Frage. Blizzard würde... Ich weiß nicht genau wann. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann der nächste Teil kommen möge. Blizzard lässt sich da immer sehr gerne Zeit mit. Aber dass Blizzard einfach StarCraft über den Haufen schmeißt, das glaube ich nicht. StarCraft 3 wird ganz sicher kommen. Die Frage ist bloß, was für eine Kampagne wird dann sein? Weil die Trilogie um Rayna ist ja jetzt abgeschlossen. Das einzige Kerrigan ist ja jetzt unsterblich. Die werden wir bestimmt noch irgendwie als Cameo oder so sehen. Ansonsten, glaube ich, war es das eigentlich auch schon von meiner Seite aus. Und ich finde das toll, dass die Maus da direkt auf den Namen steht. Ist mir erst jetzt aufgefallen. Ansonsten hoffe ich, das Spiel hat euch gefallen, genauso wie mir. Vielleicht hat es mir auch mehr gefallen wie euch oder euch hat es mehr gefallen als mir. Das kann ich nie so gut sagen. Vor allem, ich habe mir halt extrem viel Zeit gelassen für die Kampagne. Weil das Spiel kam ja im November raus, jetzt ist Mai. Also ich habe mir extrem viel Zeit gelassen. Darum schaut ihr jetzt vielleicht nicht mehr zu. Aber falls ihr zugeschaut habt, dann freut es mich, dass ihr dabei wart. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für das Projekt StarCraft 2 Legacy of the Void. Mal schauen, was dann jetzt noch kommt in nächster Zeit bei... Oder mal schauen, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich würde eigentlich gern die Credits fertig laufen lassen. Und in der Zeit vielleicht noch ein bisschen quasseln. Die Frage ist bloß, was soll ich quasseln? Und sind die Credits überhaupt so spannend, dass ihr die euch unbedingt anschauen müsst? Das sind doch eh bloß Namen, die jetzt extrem schnell vorbeizischen. Aber ihr könnt schöne Hintergrundbilder sehen. Das sind wahrscheinlich die Ladebildschirme von vorher. Ja, ich würde einfach sagen, kann ich hier vielleicht auch mit Exit das abbrechen? Ich glaube, nee, jetzt sind wir eh schon am Ende von den Credits. Schaut zumindest so aus. Um Gottes Willen, da haben ganz schön viele Leute mitgemacht. Und da das auch noch so schnell hochzischt, kann ich überhaupt keinen Namen lesen. Außer hier, wenn die bloß so einzeln dran stehen. Ich dachte schon, es wäre das Ende und dann kommen noch mehr 10.000 Namen. Ja, super toll. Und immer wenn ein neues Bild kommt, dann pausiert kurz hier die Schrift. Finde ich auch ganz interessant. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch großartig sagen soll. Darum, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir eventuell auch in die Kommentare, wie euch das Spiel jetzt gefallen hat, StarCraft 2, StarCraft 2 Legacy of the Void oder StarCraft eben generell, je nachdem wie ihr wollt. Würde mich schon interessieren, wie gesagt, mir hat es sehr, sehr gut gefallen, auch wenn ich von den Kampagnen etwas mehr erwartet habe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Zum Beispiel dieses ganze Wiedervereinigungszeugs von dem Protoss. Hätte ich mir etwas größer vorgestellt, etwas weitläufiger. Aber wie auch immer, es war nicht schlecht. Es war ohne Frage nicht schlecht, es hat Spaß gemacht. Und jetzt freue ich mich schon auf das Ganze in Brutal. Ich werde die letzte Mission niemals schaffen. Ich werde auch Heart of the Swarms auf Brutal niemals schaffen. Ich hasse nämlich Zerg. Ich bin kein Zerg-Spieler. Ich hasse Zerg. Und mit den
Also Protoss finde ich ganz gut. Protoss ist halt meine Lieblingsrasse und die Terraner, mit denen habe ich halt seit Ewigkeiten nicht mehr richtig gespielt. Da muss ich halt wieder ins Spiel zurückfinden, auf jeden Fall. Protoss und Terraner, ja, das macht Spaß. Also die erste und die dritte Kampagne. Die zweite, die wird total kaputt gehen. Kann ich das eigentlich mit Exit überspringen? Ja, kann ich. Super. Lade? Fertig geladet. Epilog abgeschlossen, das werde ich jetzt noch durchlesen. Amon wurde endlich besiegt. Kerrigan wurde zu einer Xel'Naga und beendete den ewigen Kreislauf. Die Bewohner des Kopulo-Sektors konzentrieren sich nun aber auf den Wiederaufbau und machen das Beste aus Kerrigans noblem Opfer. Ganze Reiche fielen, Welten wurden zerschlagen und selbst Götter wurden getötet. Und durch all dies führten tapfere Kommandanten ihre Streitkräfte zum Sieg, um den Frieden und die Freiheit ihrer Völker sicherzustellen. Die epische Saga von StarCraft 2 hat einen Abschluss gefunden. Vielen Dank fürs Spielen. Wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Jetzt mache ich aber wirklich Schluss. Ich glaube, ihr habt genug von meinem Quassele. Darum hoffe ich. Wie gesagt, das Projekt hat euch gefallen. Mir hat das sehr gut gefallen. Und man sieht sich in irgendeinem anderen Projekt. Wie immer gilt, Grüßli, euer Mr. Kurzi. Bis dahin.